Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier in der Testanlage für die Typenprüfung von Steinschlagschutzsystemen in Wallenstadt in der Schweiz. Wir zeigen Ihnen hier das TECO Böschungsstabilisierungssystem, wird für Böschungsstabilisierung und Felssicherung verwendet. Das System selber hat eine Zulassung durchs Eisenbahnbundesamt, kann somit bei der Deutschen Bahn eingesetzt werden und hat eine Zulassung nach dem EAD, Europäischen Bewertungsdokument, wo alle erforderlichen Größen für die Bemessung inklusive der Dehnung enthalten sind. Das System wird als sehr wirtschaftlich angesehen. Zum einen kann das Nagelraster aufgrund der Bemessung vergrößert werden. Zum anderen, durch die hochentwickelten Bauteile ist es sehr schnell und einfach montierbar. Auch der Naturschutz findet es als eine gute Lösung durch eben das offene System. Tiere und Pflanzen ist durchgängig für Tiere und Pflanzen und die Fläche ist nicht versiegelt. Und auch das Größenverhältnis von der Masche, die sind relativ groß, aber in der Lage, das zu stabilisieren. Dadurch ist die Maßnahme sehr unauffällig. Hier stellen wir Ihnen jetzt die einzelnen Komponenten vom TECO Böschungsstabilisierungssystem vor. Zum einen ist es das Geflecht mit der rhomboidförmigen Masche aus hochfestem Stahldraht. Hat dadurch eine hohe Zugfestigkeit, in diesem Fall das TECO G65-3, Innenkreisdurchmesser 65 mm, 3 mm Draht. Wichtig sind die Enden, das Verknoten der Enden, dass die Lastübertragung von einer Bahn auf die andere gewährleistet ist und dass sich das Geflecht unter Last nicht öffnet. Der Korrosionsschutz vom Geflecht ist eine Zink-Aluminium-Beschichtung, Geobruch Supercoating, und hat dadurch eine 3- bis 4-fach längere Lebensdauer wie verzinkte Bauteile. Zusätzlich fürs Lockergestein gibt es noch das Geflecht mit einer Erosionsschutzmatte aus Polypropylen, in einer Farbe, können aber auch Kokosmatten verwendet werden oder eine reine Erosionsschutzmatte aus Polypropylen. Die Verbindung der einzelnen Geflechtbahnen hier am Rand erfolgt mit einem T3-Clip, das heißt von der einen Seite zur anderen wird mit dem Clip das Ganze verbunden. Die Kräfte, die entstehen, wenn das Ganze sich nach unten bewegen will, werden über eine Vernagelung eingeleitet in den Untergrund. Hier sind es GEWI 25, die sind bemessen mit dem Ruhvolumenkonzept. Die sind roh und dadurch wird ein Durchmesser von 4 mm auf den Querschnitt berücksichtigt für die Abrostung. Es gibt verschiedene Krallplatten, die eben auch bemessungsrelevant sind nach dem Ruhvolumenkonzept. Hier die P33, 33 cm. Hier eine große Platte, die P66 mit 66 cm Kantenlänge. Und mit entsprechenden Krallen hinten dran. Und es gibt noch für leichtere Geflechte, für das kleine TECO-Geflecht, eine P25. Wichtig ist noch, dass das System vorgespannt werden kann. Hierbei handelt es sich, wie gesagt, um hochfesten Stahldraht. Das ist ein Federstahldraht. Und mit einem Drehmomentschlüssel kann auf das Geflecht selber, also nur das Geflecht wird vorgespannt, nicht die Nägel, kann eine Kraft von bis zu 30 kN aufgebracht werden. Dann gibt es zum Abschluss unten und an den Seiten gibt's noch Randseile, die werden unter den Krallplatten geführt, jeweils abwechselnd oben und unten. Und auch mit den Pressklauen, Pressklaue Typ 2 nennen wir das, am Seil selber befestigt. Die Seile gehen durch die Platten an der Vernagelung vorbei und werden dann seitlich auf Spiralseilanker abgespannt. Hier jetzt ein kurzes Stück, die können in verschiedenen Längen produziert werden, je nach Bedarf und Untergrund, und können dann auch Querkräfte in den Untergrund einleiten. Alles das ist auch in dem Systemhandbuch zu finden, was auch Vertragsgrundlage ist für die Installation. Wir befinden uns jetzt am Böschungskopf der Böschung im stabilen Bereich und hier werden oft solche Abrollschutze verwendet, das heißt ein leichter Steinschlagschutz. Es wird die Vernagelung verwendet, die für die Böschungsstabilisierung auch notwendig ist. Hier wieder die Krallplatte, unten durch Seile geführt. Das wäre der normale Abschluss der Böschung. Man sieht dann hier eine Muffe, da ist wieder der GEWI 25 aufgemufft.
und verlängert auf eine Größe bis 1,50 Meter. Oben sind solche Ösenmuttern dran und durch die Ösenmuttern sind dann die oberen Tragseile geführt, Durchmesser 12. Die Ösenanker selber werden dann noch rückverhängt auf Spiralseilanker, wie wir es unten schon gesehen haben, solche Spiralseilanker rückverhängt, bergseitig, damit die Kräfte aufgenommen werden können. Der Zaun selber wurde getestet von der Landesbaudirektion in Bayern und der Forschungsgemeinschaft Straße und Verkehr. Und es wurden für die Zaunvariante mit dem TEC-UG 65-3 60 Kilojoule Rückhalte Energieaufnahme erreicht. Einfache Geflechte zum Beispiel, weiche Drahtmaschengeflechte, haben nur 10 Kilojoule. Es gibt dann verschiedene Befestigungsvarianten vom TEC-UG-Geflecht. Das eine wäre hier überlappend, also über das Tragseil, das 12er überlappend und mit den T3-Clips befestigt. Am Unterrand in dem Fall jetzt jede Masche mit der Pressklaue befestigt. Und Bauunternehmer haben gesagt, dass sie auch gerne die Helixwendel, die wir oft im Steinschlagbereich verwenden, mit der entsprechenden Steigung für die Befestigung verwenden. Die Tragseile selber werden dann auch rausgeführt in den sicheren Bereich, wo es keinen Steinschlag gibt, und dann mit Seilankern wieder abgespannt. Das Ganze ist auch in Handbüchern, in unserem Handbuch drin. Wie gesagt, das ist Vertragsgrundlage dann auch, aber da sind auch Hinweise für die Montage und die einzelnen Komponenten drin. Bei Geobruck werden alle Systeme im Vertikalwurf getestet. Wie funktioniert dieser Test? Die Testbarriere wird in einem Winkel von 30 Grad in der Felswand montiert und dann wird im freien Fall ein Stein in die Barriere geschossen. Je nach definierter Energie haben die Testblöcke ein unterschiedliches Gewicht. Wir haben Testblöcke bis zu 25 Tonnen, das sind 10.000 Kilojoule. Das kann man sich ganz einfach so ausrechnen. Der Block hat eine Fallhöhe von ca. 40 Metern und trifft auf das Netz mit einer Geschwindigkeit von 25 Metern pro Sekunde. Der Vertikaltest ist der härteste Einsatzfall für die Barriere. Man muss sich das Ganze so vorstellen: Wenn der Testblock auf die Barriere auftrifft, dann hat er diese maximale Energie erreicht, fällt aber dann noch weiter, bis dass er dann abgestoppt wird. Dieser Bremsprozess dauert ca. eine halbe Sekunde und diese Energie muss dann ebenfalls noch dazu gerechnet werden. Das heißt aber im anderen Fall auch, dass diese Systeme gegenüber anderen Tests eine wesentlich höhere Restsicherheit aufweisen. Anhand der hier installierten GWE500A möchte ich kurz die Funktionsweise eines Steinschlagschutzsystems erläutern. Was heißt GWE500A? Das 500 steht für eine Energieaufnahmefähigkeit von 500 Kilojoule. Man muss sich das Ganze so vorstellen: Wir verwenden einen Testblock mit 1600 Kilogramm, der mit 25 Metern pro Sekunde aus einer Höhe von ca. 30 Metern in die Barriere geschossen wird. Die Energieabsorption erfolgt zu einem größten Teil durch die Deformation der Schutzfläche. Ein weiterer Teil der Energie wird über die Tragseile auf die Bremsen nach außen geleitet. Damit dies möglichst reibungslos geschieht, haben wir bei den Stützenfüßen und bei den Stützenköpfen Laufrollen montiert, die die Reibung reduzieren. Die Bremsen, die seitlich eingebaut sind, reduzieren die Kräfte, damit auf die Verankerung nicht zu viel Kraft eingeleitet wird. Bei den Steinschlagschutzzäunen gibt es auch Sonderlösungen. Zwei davon möchte ich Ihnen anhand dieser Zeichnungen etwas näher vorstellen. Zum einen den Felsanschluss und die Druckstrebe, welche wir hier auch an unserem Musterzaun aufgebaut haben. Beim Felsanschluss funktioniert es relativ einfach. Man schließt den Zaun mit zwei Verankerungen direkt an die Felswand an und die Tragseile werden direkt an die Verankerung mit den Bremsen dort befestigt. Und für die Überbrückung benötigt es dann ein Laufseil und ein Schleppnetz. Für die Steinschlagschutzzäune sehen wir hier die Sonderlösung einer Druckstrebe. Wann wird diese benötigt? Zum einen kann das der Fall sein, wenn seitlich neben dem Zaun dieser direkt an ein Gebäude anschließt oder wenn das Gelände einen Absprung macht, dass die Seitenabspannungen nicht gut realisiert werden können. Wie ist die Druckstrebenlösung aufgebaut? Wir haben zum einen die Randstütze mit einem Sonderstützenkopf, an den
schräg der Träger angeschlossen ist, über den die Last abgetragen wird. Der Anschluss der Tragseile erfolgt am Stützenkopf, ähnlich wie bei einer Tragseiltrennung, direkt an eine spezielle Platte. Am Stützenfuß ist ein separater Anker eingebaut, über den das Tragseil fixiert wird. Zusätzlich benötigen wir Laufseile, über die die Bremse überbrückt werden kann. Ein Thema des heurigen Praxistages bei Georado sind die Verankerungen. Wir bei Geobruck brauchen für unsere Steinschlagschutzzäune auch entsprechende Bauteile. Zum einen verwenden wir den Spiralseilanker. Dieser ist ein flexibles Bauteil, welches im Felsgestein bis zu dieser Einbautiefe eingebaut wird. Im Lockergestein verwenden wir den Flexkopf in Kombination mit einem Selbstbohranker. Welche Vorteile bieten diese Systeme? Beide Systeme sind extrem flexibel und haben dadurch den großen Vorteil, dass bei der Last entsprechend die Kraft auch gut eingeleitet werden kann. Ein weiterer Vorteil dieser Systeme ist, dass sie auch extrem biegsam sind. Der Spiralseilanker kann in beide Richtungen bis zu 30 Grad verbogen werden und funktioniert trotzdem unter Last noch einwandfrei. Ein Beispiel sieht man hier. Verankerung ist das Thema hier, was aber, wenn man nicht verankern kann, wenn man nicht in die Straße bohren kann, beziehungsweise wenn man einen Steinschlagschutz schnell und effizient installieren muss. Da gibt es von unseren Kollegen einen sogenannten MDF 350 Mobile Debris Fence, der entwickelt wurde für die Anwendung im Rennsportbereich und dort eben Zuschauer und das Streckenpersonal schützt. Der Zaun selber, der MDF 350, wird auf solche vorgefertigte Betonelemente montiert. Der besteht aus Stützen, die werden in die Betonelemente eingesteckt und verschraubt. Die Betonelemente haben eine Länge von 4 Metern und ein Gewicht von 4 Tonnen und sind untereinander verbunden. Das heißt, die einzelnen Elemente können nicht verkippen. Zusätzlich von den Bauelementen neben den Stützen gibt es solche Dämpfungsmodule. Das Geflecht G80 4 mm und entsprechenden Elementen zur Auslenkungsbegrenzung. Der Zaun selber wurde für die FIA, nach der Richtlinie von der FIA, für den Rennsportbereich getestet mit 600 Kilojoule mit einem Auto. Der Anwendungsbereich im Naturgefahrenbereich besteht eben darin, dass es vor Steinschlag auch schützen kann im Baustellenbereich. Man hat dann hier die einzelnen Komponenten und sieht hier dann so eine Anwendung. Man sieht auch eine Felswand, die bald gesichert wird mit Netzen. Die Straße wird halbseitig gesperrt und die Zaunelemente werden angeliefert, vorgefertigt und auch die Betonelemente. Das heißt, ein 50 Meter, 52 Meter Zaun wird in 3 Stunden etwa installiert. Also sehr schnelle und effiziente Montage. Und kann dort als Baustellenschutz dienen, kann aber auch im Bereich von Steinbrüchen, zum Beispiel auf Bermen, eingesetzt werden. Thank you.